Willkommen in Abschnitt 15 meines kleinen Videokurses. Es freut mich sehr, dass du noch bei mir bist, beziehungsweise diesen Kurs noch anschaust. Wir haben schon eine große Reise hinter uns. Wir haben einmal das High-Poly-Modell erstellt, wir sind auf das Low-Poly-Modell umgestiegen. Das Ganze haben wir dann in Marmoset Toolbag importiert und da unsere Maps gebaked. Dann sind wir zu Substance Painter rüber und von Substance Painter in Unreal Engine. Da haben wir mal alles zusammengefasst, einen kleinen Rendershot gemacht. Und jetzt sind wir da, wo wir wieder angefangen haben. Das heißt in Blender. Ja, wir sind zurück, wir sind zu unserem Anfang zurückgekommen. Ich zeige dir jetzt noch, wie ihr, beziehungsweise wie du einen Rendershot in Blender machen kannst. Das ist ganz einfach. Dazu müssen wir aber ein paar Sachen aktivieren. Das ist einmal, wenn du auf Edit gehst, Preferences. Hier auf Node gehst, dann brauchen wir einmal den Node Wrangler, den musst du aktivieren. Wenn du den aktiv hast, gehst du mal auf unser Low-Objekt in den Edit Mode und drehst das mal Ganze auf 90 Grad. Vermutlich da, ja. Jetzt haben wir die Rückseite. Ups. Ja, was heute? 180, so. Jetzt ist die Vorderseite vorne. Das Ganze setzt du dann noch auf der Z-Achse ein bisschen höher, dass da das auf dem Boden ist, also hier ist der Boden. So, dann fangen wir schon mal an. Wir öffnen ein zweites Fenster. In dem Fenster gehst du einmal auf den Shader Editor. Sobald du im Shader Editor bist, schaust du noch mal kurz, welche Map du hier anhast, welches Material. Wir gehen mal auf das Ringmaterial. Im Shader Editor wählst du einmal den BSDF an und da drückst du jetzt die Steuerung Shift T-Taste. Dann öffnet sich dieses Fenster. Da wählst du einmal unsere ganzen Maps aus, also die Ringmaps. So, bis zur Base Color hoch. Außer die Height, die brauchen wir nicht. Und dann ladest du die rein und es wird automatisch schon reingemappt. Sehr, sehr angenehm. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir die Normal Map, die ist auf Non-Color, das ist wichtig. Hier wurde es schon gemappt. Das ist die Roughness, muss auf Non-Color sein. Ist in der Roughness drin. The Metallic muss auf Non-Color sein, ist ebenfalls in der Roughness drin. Und hier haben wir einmal die Base, die muss auf sRGB sein. Ist auch hier drin. Und eins fehlt uns noch, und zwar die AO, also die Ambient Occlusion. Deswegen nehmen wir einmal den Node hier, drücken einmal STRG-C, STRG-V-Taste zum Kopieren, setzen den einmal hier hoch. So, okay. Dann haben wir den jetzt dupliziert. Hier laden wir einmal die Ambient Occlusion rein. Das heißt, wir gehen einmal da auf Open, gehen einmal auf Marmoset, Export und hier haben wir unser Gate AO. Den laden wir mal rein. Und jetzt müssen wir hier noch eine kleine Sache machen. Also hier noch Color Space Bust auf sRGB. Und zwar, wir brauchen einen Mix RGB Node. Das heißt, wir gehen Shift A Taste, gehst unter Search, gibst mal Mix an. Und hier haben wir Mix RGB. Den setzen wir hier herüber. Der kommt in die Color rein. So. Die Ambient Occlusion kommt in Color 2 und die Base Color kommt in Color 1. So, da habe ich jetzt, glaube ich, noch was vergessen. Ich mache mal hier den Shader an, damit wir auch sehen, was wir machen. Ja, da habe ich eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar müssen wir noch einen Multiply reinmachen. Das heißt, nochmal eine Shift-A-Taste, gib's mal Multi an. Hab's auch richtig schreiben. Ach nee. So, machen wir mal den Shader an. Hier statt Mix müssen wir einmal auf Multiply gehen. Und schon sieht es ein bisschen besser aus. Und den Faktor, den können wir dann einstellen, wie es am besten aussieht. 0.5 lassen wir es oder komplett auf 1 gehen. Das heißt, umso höher die Zahl, umso dunkler wird es. Ich glaube, ich bleibe mal auf 1, oder? Sieht auch gut aus. Können wir ja später nochmal ändern. So, dann schauen wir uns das Ganze da nochmal an, beziehungsweise
Das Mapping hier, das können wir löschen, weil unser Mapping geht eben auf die Normal Map, deswegen. So, Moment. Nicht alles anwählen. Einmal die anwählen und die einmal mit X Delete. Den Punkt können wir auch wegmachen. Und das war schon in dem Fall. Dann gehen wir einmal aufs Glas. Hier müssen wir das gleiche machen. Das heißt, wir wählen einmal den BSDF an, drücken einmal die Steuerung Shift-T-Taste und suchen einmal unser Glas raus. Das sind einmal die hier ohne die Height. Lädt es wieder automatisch rein. Die Seite lösche ich schon mal raus. Kopiere den obersten Node für die AO. Das heißt, die laden wir auch rein. Hier gehen wir jetzt auf das Symbol, weil wir die schon reingeladen haben. Ich drücke mal AO. Dann haben wir es ja da schon. Dann brauchen wir wiederum einen MixRGB. Den setzen wir auf Multiply. AO kommt in Faktor 2, beziehungsweise in Color 2. Base Color kommt in Color 1. Und das Ganze kommt jetzt in Base Color rein. So, da schauen wir mal schnell, ob die richtig sind. Sind richtig, perfekt. Dann gehen wir einmal in die Glass Backside. Das ist das letzte noch. Und die laden wir ebenso rein. So, eins habe ich jetzt, glaube ich, zu viel reingeladen. Ich mache mal rückgängig. Backside. Ja, einmal die Height weg. Und jetzt passt es wieder. Den obersten Node kopieren. Setzen wir einmal die AO rein. Da haben wir einmal Shift-A, MixRGB. Color in die 2 von der AO, Base Color in die 1. Einmal auf Multiply und das Ganze in die Base Color rein. So, hier löschen wir mal die Seite wieder. Und schon war's das. Ich speichere das Ganze, mache das mal zu. Ups, jetzt habe ich ein weiteres aufgemacht. Machen wir mal zu. So sieht unser fertiges Modell aus. Also, wir müssen noch ein paar Sachen einstellen. Und zwar, wir gehen auf die Properties, das heißt einmal da. Auf, kannst du es auf Cycle lassen oder gehst auf Eevee, je nachdem. Eevee ist ein bisschen einfacher zu rechnen, sagen wir, es braucht nicht so viel Rechenleistung. Jetzt habe ich es. Device lasse ich auf GPU. Wir gehen einmal auf, das mache ich mal alles zu. Dann machen wir mal unser HDRI auf. Das heißt, wir gehen einmal auf, wo war das? Word, glaube ich. Genau, du gehst auf Word Properties, dann hast du hier einmal Surface, Color Strength und bei Color gehst du hier auf das gelbe Pünktchen und gehst da auf Image Texture. Hier laden wir unser HDRI rein, das heißt, wenn du es noch nicht reingeladen hast, kannst du hier auf Open gehen und dann suchst du es raus aus deinem Ordner. Ich habe es dir hier in den Ordner reingepackt. Wenn du es schon reingeladen hast, so wie ich, geh einmal hier unten auf Suche und drück mal HDR. Dann kommt hier unser HDRI raus. Das wählen wir einmal an. Das können wir so lassen von den Optionen her. Und damit wir das auch sehen, gehen wir einmal hier auf den Render View, beziehungsweise Render Shading. Und gibt es eine Sekunde oder ein paar, bis es geladen hat. Und da ist es schon. Das Objekt sieht auch schon besser aus. So, einmal. Ja, sieht besser aus als vorher, also zum Vergleich. So sieht auch unsere Textur von Substance Painter aus. Zum Vergleich, so sieht es in anderen Shader aus, aber uns gefällt es so am besten. So. Genau. Im nächsten Video machen wir mal weiter mit den Einstellungen und bleibt dabei. In diesem Video schauen wir uns jetzt mal weiter an, was wir alles noch einstellen müssen für schöne Render-Shots. Das heißt, wir gehen mal auf die Layer Properties. Und hier gehen wir mal auf Passes. Da haben wir einmal einen Punkt Noising Data. Den müssen wir aktivieren, damit schöne Shots rauskommen. Beziehungsweise nicht so noisy ist, also so viele Renderkörner, könnte man das fast schon sagen. Dann müssen wir einmal auf unseren Kompositor gehen. Das heißt, wir gehen einmal hier hoch, machen ein zweites Fenster auf. Wechsle da jetzt mal auf unseren Shader. Ne, da, Kompositor.
gehen einmal auf Views Notes und dann haben wir das hier. Da müssen wir ein paar Einstellungen machen. Und zwar, wir müssen zwei Sachen reinmachen. Einmal Shift A, dann gehst du auf Search, gibst an Denoise. Einmal die Denoise müssen wir reinhauen. Und was wir noch brauchen, ist einmal ein Glare. Das heißt, wir geben es mal Glare an. Den setzen wir mal da an. Das ist ganz einfach. Image in Image. Und hier brauchen wir einmal Fog Glow. Den setzen wir mal, den setzen wir mal darüber. So. Der Punkt hier, der muss auf die Seite rüber. Das heißt, den setzen wir mal hierher. War jetzt ein bisschen verkehrt rum gemacht. Den Image müssen wir hier in Image reinmachen. Und hier haben wir drei Punkte, einmal Image, Normal und Albedo. Da müssen wir einmal die Noise Image raussuchen, das ist einmal das. Das setzen wir in Image rein. Dann haben wir einmal Denoising Normal, Company Normal und Denoising Albedo, Company Albedo. Und das war's eigentlich schon. Wichtig ist, dass du hier auf Fog Glow bist, wie vorhin gesagt. Und dann können wir das Fenster schon mal schließen. Machen wir wieder zu. Wir gehen einmal auf die Output Properties. Da haben wir einmal die Resolution, die wir einsetzen können. Wir machen mal 2. Ja, guck mal. Du kannst das 4K machen oder je nachdem, welches Format du gerne möchtest. Ich lasse das mal auf dem hier. Was wir noch brauchen, unter Output, unseren Output-Folder, deswegen gehen wir mal darauf und nehmen den Finalordner, machen da einen neuen Folder rein. Wir heißen den einmal Render Results und den benutzen wir als Output-Folder. Was wichtig ist, File-Format geben wir einmal TIFF an und ColorDev einmal auf 16. So, dann haben wir hier schon mal alles angestellt. Dann gehen wir einmal auf die Render-Properties. Und hier können wir einmal die Samplings einstellen. Das heißt, umso höher, umso mehr wird gesampelt. Ich gehe mal da auf 250. Unter Performance kannst du hier die Tiles einstellen. Das ist die Größe von den gerenderten Flächen. Wenn du eine GPU benutzt, also eine Grafikkarte, kannst du irgendwas mit, beziehungsweise kannst du die 1024 benutzen. Das heißt einmal 1024. Wenn du die CPU benutzt, dann bleib einfach auf unter 100. 64 reicht auch. Und das war's eigentlich schon jetzt von den Einstellungen her. Was wir jetzt noch machen können, ist einmal einen schönen Hintergrund, beziehungsweise eine schöne Location. Da habe ich schon was vorbereitet. Ich speichere mal das Ganze. Ich gehe mal zurück auf unseren normalen View. Und ich habe hier einen neuen Ordner erstellt, beziehungsweise eine neue Collection. Scene Details blende ich mal an. Sieht man mal nichts, deswegen gehe ich da rein. So, also ich habe hier nur einen Hintergrund erstellt. Also hier haben wir unser Backplate, das heißt die Rückseite, da haben wir den Boden, hier haben wir die Seitenwände. Und hier drin habe ich noch solche Säulen erstellt mit jeweils einem Platz für eine Fackel drauf. Die Fackel erstellen wir auch gleich. Hier in der Mitte habe ich eine Treppe erstellt mit zwei Fackeln drauf, also zwei Fackelnhalter und hier noch zwei, kommen noch zwei Fackeln drauf. Das ist momentan noch auf Bevel aus, aber das können wir dann anmachen, sobald wir alles haben. Und im nächsten Video zeige ich dir, wie du die Fackeln machst, die dann hier reinkommen, damit alles schön beleuchtet wird. Die machen wir wieder an, das ist jetzt final. Und was wir hier noch machen, ist eine Kamera einsetzen. Ich würde mal sagen, theoretisch können wir auch eine Kamerafahrt machen. Das heißt, die Kamera fängt hier an und fährt so langsam nah ran. Oder wir machen einen Shot von der Fackel aus oder von der Seite her, je nachdem, wie es uns am besten gefällt. Das können wir ja dann einschalten, beziehungsweise das können wir dann einstellen, so wie wir es wollen. Und genau, das kannst du einmal so erstellen oder du erstellst was ganz anderes, je nachdem, auf was du Lust hast. Wichtig ist nur, dass du hier ein bisschen vorne Platz hast, damit wir das Objekt schön einfangen können mit der Kamera. Genau. Und im nächsten Video fangen wir dann an mit der Fackel, würde ich sagen. Hier sehe ich gerade, bin ich noch nicht weit genug hoch. Das heißt, ja, da haben wir mal dieses Objekt. Das sehen wir an und setzen das noch ein bisschen höher. So. In diesem Video schauen wir uns mal das Feuer an, beziehungsweise die Fackel, die wir reinstellen. Dazu nehmen wir mal das da, würde ich sagen.
Also wir nehmen mal die obere Schale, die brauchen wir, damit wir sehen, was wir machen. Dann adden wir mal eine UV-Sphere. Also ich bin jetzt einmal in den Local View rein, dann adde ich mal eine UV-Sphere. Die scale ich mal ein bisschen kleiner. Setzen wir hier mal rüber. So, einmal hier rein. Sollte von außen nicht sichtbar sein, das heißt, von der Größe passt es eigentlich. So, um die UV-Sphere machen wir jetzt mal einen Quick Smoke. Das heißt, wir gehen hier mal auf Object. Dann haben wir hier Quick Effects, einmal Quick Smoke, damit das hier schon mal erstellt. Das scalen wir auch mal kleiner. Setzen das auf unser Objekt. Das heißt, ja, einmal noch ein bisschen runter. So, machen wir noch ein bisschen kleiner. So. Und damit noch ein bisschen Randomness reinkommt, machen wir noch ein Force Field rein. Das heißt, wir haben eine Shift-A-Taste, gehen unten auf Force Field. Und da haben wir einmal die Turbulence. Ups, der hat es jetzt hier in die Mitte reingehaut. Das heißt, wir machen mal das Objekt. Shift-S für Cursor to Selected und jetzt ein Force Field und Turbulence rein und da ist es. Das machen wir ein bisschen kleiner. Das setze ich so knapp darüber, weil das Feuer, ja, sagen wir, das Feuer soll mal so hoch gehen. So. Ja. So. So will ich es lassen. Ich speichere das immer wieder mal. So. Als erstes, was wir machen, ist einmal bei Turbulence, gehen wir heim, hier einmal unter den Physics Properties. Da haben wir mal die Strength. Die von 1 setzt man die auf Punkt 4. Und das gleiche machen wir beim Noise Amount. Da gehen wir von 0 auf Punkt 4. Dann wählen wir unsere Sphere nochmal aus. Und bei der Sphere gehen wir mal unter Flow Type. Also, nee, unter Flow Type gehen wir mal auf Fire. Und bei Fuel müssen wir mal 2 einstellen. So, dann, was braucht man noch? Hier unter Flow Sources müssen wir bei Surface Emission statt 1.5 gehen wir mal 1 an. Und wir aktivieren die Texture, damit wir da eine Cloud reinhauen können. Wir haben hier keinen Texture Tab. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder keine Ahnung. Aber du musst zuerst mal auf Texture Paint gehen. Da haben wir unseren Texture Tab. Und dann gehen wir ganz einfach wieder auf unseren Object Mode und der bleibt drin. Da laden wir jetzt eine neue Texture. Die heiße ich jetzt mal Fire. Und bei Type gehen wir auf Clouds. Die Size setzen wir mal auf Punkt 1. Und dann gehen wir zurück zu unserer Kugel. Gehen hier auf Physics und da, wo wir Texture aktiviert haben, laden wir mal unser Fire rein, unsere Fire Cloud. Da haben wir das Ganze, jetzt gehen wir mal auf unsere Smoke Domain. Bei der Smoke Domain ist es wichtig, dass hier Type Domain drin ist und bei Domain Type einmal Gas. Die Resolution können wir auf 256 stellen. Dann gehen wir weiter runter zum Cache. Beim Cache suchen wir unseren Ordner raus. Gehen wir mal auf Final oder machen wir mal so. Hier erstellen wir einen neuen Ordner, Fire Cache. Und das wird unser Cache-Ordner. Bei End stellen wir das mal auf 100, weil es soll nicht so lange rendern. 100 dauert schon eine Ewigkeit. Was wir noch einstellen ist hier, ist Resumable und bei Type of Modular. Dann gehen wir hier auf Border Collins, da darunter ist Adaptive Domain, das müssen wir einmal anschalten. Da unter Fire, da müssen wir die Vorticity auf Punkt 1 stellen, also 0.1 und Direction Speed auf Punkt 5. Und dann haben wir eigentlich schon alles ausgewählt bzw. alles eingestellt
Und was wir jetzt noch machen müssen, ist einfach Back drücken und dann backt es einmal die kompletten Frames durch, also von 0 auf 100. Und das, je nachdem wie schnell dein Computer ist, dauert das eine Weile. Ich werde das aber cutten. Das heißt, wir sehen uns dann, sobald es bei mir fertig ist. Bei mir hat es jetzt fertig gebackt. Das hat jetzt, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde gedauert. Ich habe schon den, von mir aus gesehen, den schönsten Frame rausgesucht. So sieht das Ganze aus. Wir sind da noch nicht fertig. Das heißt, wir müssen noch einige Sachen einstellen. Und zwar müssen einmal in den Shader gehen. Das heißt, ich mache wieder mein Fenster auf. Mache hier den Shader an. So, dann versuche ich das mal irgendwie schön zu präsentieren. Wir müssen einmal einen Attribute Node erstellen. Das machen wir ganz einfach, indem wir einmal die Shift-A-Taste drücken. Bei Search Attribute angeben. Dann können wir den hier reinsetzen. Hier unter Name geben wir mal Heat an. Da dazwischen können wir eine Color Ramp reinmachen. Das heißt, wir machen einmal Color Ramp. Und da setzen wir den Faktor von der Attribute in den Faktor von der Color Ramp. Die Color von der Color Ramp setzen wir einmal in die Emission Strength rein. Die müsste sein, ja. So, dann haben wir das connected. Was wir jetzt machen bei der Color Ramp ist einmal den Slider von Schwarz ein bisschen hochziehen. Das sehen wir natürlich nichts, deswegen gehen wir einmal auf ja, Rendered. So sieht das Ganze gerendert aus. Natürlich noch schwarz-weiß, weil noch keine Farbe und nichts drin ist. So versuche ich nur kurz einen guten Blickwinkel zu bekommen. Beziehungsweise nehmen wir mal unsere ganzen Objekte und gehen da mal in den Local View. So, dann stört uns das alles nicht. Jetzt warten wir mal kurz. Gut. Was wir jetzt noch machen, ist einmal den Weißabgleich bzw. den Weißfaktor ein bisschen reinziehen. Und hier braucht man noch einen Slider, das heißt, wir machen einmal auf dem Plus-Symbol und diesen Slider, den wir eben erstellt haben, gehen wir mal komplett auf rechts. Den machen wir noch ein bisschen hier rüber. Und den eben erstellten Handle, den machen wir ein bisschen gräulicher, soll es ein bisschen runtergehen. Sehen wir die Konturen ein bisschen besser. Und dann können wir eigentlich schon mal eine weitere Color Ramp reinmachen. Sagen wir Color Ramp. Die setzen wir hier unten an. Und den Faktor von Attribute setzen wir einmal hier unten noch rein. Und bei dieser Color Ramp gehen wir mal von Color auf Emission Color. Das heißt einmal das hier rein. So, dann nehmen wir auch den schwarzen Slider, den setzen wir mal so ein bisschen höher. Ungefähr da. Den will ich aber nicht schwarz lassen, den machen wir jetzt rot. Beziehungsweise ein bisschen orange. So ein sattes Orange rein. Und den lassen wir nicht, weiß, sondern den machen wir gelb. So. Gut. Dann brauchen wir einen Math-Converter. Das heißt, wir gehen einmal auf Search. Oder du kannst auch, wenn du weißt, wo es ist, einmal auf Converter gehen und einmal Math. Den setzen wir mal hier an. Und das sollte nicht auf Add sein, sondern das sollte auf Multiply gehen. Diesen Multiply-Faktor, den setzen wir mal hier dazwischen rein. Das heißt, ich mache hier mal ein bisschen Platz. Den müssen wir einmal hier reingeben. So, einmal auf die Linie draufsetzen. Dann wird er automatisch connected. Dann mache ich da den Wert noch ein bisschen höher. Was ich dann noch brauche, ist nochmal ein Multiply-Node. Das heißt, ich kopiere den und füge den ein. Also Steuerung C, Steuerung V. Und setze den gleich hier dran. So, das heißt, die erste Color Ramp ist mit der Color hier in diesen Faktor drin, vom ersten Multiply. Der erste Multiply geht in den zweiten Multiply Faktor 1 rein
Und der zweite Multiply the Value geht in den Mission Strength rein. Was wir jetzt noch brauchen, beziehungsweise machen, ist nochmal eine weitere Color Ramp, das heißt Shift A, Color Ramp. Setzen wir einmal da an. Und da gehen wir von der Color auf Faktor 2. Hier setzen wir einmal den Wert ein bisschen höher, den Schwarzwert, würde man sagen, so. Ich sehe da gerade, hier sind wir noch zu weit unten. Ich würde den doch so machen. So. Da glaube ich, müssen wir einmal von Linear auf Ease gehen. Ja, von Linear auf Ease bei dem. Und hier brauchen wir noch eine Image Texture, beziehungsweise eine Noise Texture. Das heißt, wir geben einmal Shift A, geben einmal Noise an, Noise Texture. Setzen wir mal da an. Und von dem den Faktor gehen wir hier rein in den Faktor. Und das war es eigentlich schon. Wir müssen noch ein paar Sachen anpassen. Und zwar, wir müssen einmal in die Render Settings gehen. Da gehen wir einmal, wo sind sie da? Render Setting ganz unten, haben wir die Color Management. Und da gehen wir einmal auf, wo ist es? Look auf High Contrast. Da ist es. So. Dann gehen wir hier weiter im Shader. Hier bei der Noise Texture gehen wir noch auf einen Scale von 8, würde ich sagen, und Distortion auf 1. Ist jetzt noch ein bisschen dunkel bzw. hell, deswegen gehen wir da mal auf die Value 50. So, jetzt sehen wir wieder was. Genau. Umso heller die, bzw. umso mehr du dir hier eine Value reinmachst, umso heller wird das. Aber ich glaube, ich bleibe mal auf 50. Ob es nicht 500, 50 geht. Das Material haben wir eingestellt, beziehungsweise die Nodes. Was wir jetzt noch machen, ist einmal unter den, beziehungsweise wir gehen einmal in den Kompositor. Bei Glare den Threshold ein bisschen anpassen. Statt 1 gehen wir mal auf Punkt 1 und die Size auf 9. Und das war's dann auch schon. Dann haben wir hier alles fertig. Das kann man zumachen. So, das ist jetzt noch viel zu hell. Das ist einmal wegen dem HDRI, was wir reingeladen haben. Das schalte ich mal fix aus. Beziehungsweise gehen wir mal auf Words. So, ich habe da jetzt mal RGB Curves reingemacht, damit du siehst, wie das finale Render aussieht dann mit dem Feuer. So, geben wir mal kurz Zeit zum Laden, bis die ganzen Fireflies weg sind. Wir können auch noch ein anderes reinladen, das ist je nachdem, wenn du da unten noch eins findest, ein schönes, dann kannst du das auch auswählen, sieht auch gut aus, oder was wir da schönes haben, das ist ein bisschen auf der Seite, das gefällt mir nicht, gehen wir mal weiter. Ups, das war jetzt ein bisschen zu weit. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Du kannst das natürlich auf anderen bzw. auf die anderen jeweils auch rendern, damit eine gewisse Vielfältigkeit drin ist. So, da macht er jetzt einen kleinen Fehler. Aber machen wir mal da. So. Wie gesagt, du kannst es auf die anderen auch rendern, das braucht aber dann ziemlich viel Zeit, bis es fertig hat. Deswegen kannst du mal zwei, drei Sachen vorrendern und am Ende so Copy and Paste mäßig reinmachen. Ich glaube, ich mache das mal, dann siehst du, wie das am Ende aussieht. Aber das mache ich dann off camera. Im nächsten Video geht es dann weiter. Und hier haben wir schon mal unser erstes Render Result, also unseren ersten Render, den ich gestartet habe. Wir sehen hier die Fackeln, die sind noch ein bisschen kantig bzw. pixelig, das möchte ich noch ein bisschen ändern. Und hier den Hintergrund, beziehungsweise das Sci-Fi-Gate, das ist noch ziemlich dunkel.
Da müssen wir noch eine Lampe reinhauen. Was du hier siehst, ich habe hier noch eine Lampe reingemacht, dass die schön das rote Licht emittiert. Ist mir ein bisschen zu rot, deswegen gehen wir auf ein bisschen Orange. Und genau, ich zeige dir jetzt, wie das im Blender aussieht. Und zwar sieht es so aus. Ich habe hier einmal, ich gehe mal ganz hoch. Ich habe hier einmal 5 Smoke Domains. Das heißt, für diese 4 Fackeln habe ich jemals eine Smoke Domain erstellt. Und für die habe ich auch eine Smoke Domain erstellt. Das heißt, die Fackeln werden auch mitgerendert. Die 4 Fackeln, die werden einzeln gerendert. Das heißt, du musst jedes Mal auf Bake Data gehen. Achte aber immer darauf, dass du für jede Smoke Domain einen eigenen Cache hast. Sonst überschreibst du eben den Cache mit einer anderen Smoke Domain. Das heißt, ich habe da jetzt Cache 2. Bei der dritten Smoke Domain habe ich, da habe ich den falschen Cache, siehst du. Da müssen wir auf Cache 3 gehen. So, einmal Accept. Dann Smoke Domain 4. Bei der Smoke Domain 4 habe ich Cache 4. Und bei der Smoke Domain 5 habe ich einen normalen globalen Cache. Also da habe ich jetzt keinen extra Ordner nochmal gemacht. Du musst halt einzeln anwählen mit Bake Data und dann bake er die aus. Das dauert je nachdem, wie gut dein Computer ist, halt eine Weile. Und diese Kreise hier, das sind einmal die Lampen, die ich reingesetzt habe. Die habe ich jetzt ein bisschen orange gemacht. Die Power auf 14,8 Watt. Den Radius, also hier den Radius von der Glühbirne, habe ich auf 1,44 Meter gesetzt. Das heißt, wenn ich mal in Side View gehe, soll es hier alles anleuchten. Was ich noch gemacht habe, ist eine größere Point Light reingesetzt, damit das ganze Gate angestrahlt wird. Das siehst du einmal von der Seite. Wir machen ja den Shot von dieser Seite. Deswegen, das wird angestrahlt in so einen rosafarbenen Ton. Ja, nicht so cool, deswegen gehen wir mal auf ein bisschen bläulich. Die Power habe ich auf 50 gesetzt und den Radius auf 4 Meter. Dann habe ich mal eine Area Light reingesetzt, da gehe ich jetzt mal in Top View rein. Der strahlt jetzt die Seite schön an, die wir eben machen wollen, also rausrendern. Das Ganze rendere ich nochmal mit den ganzen Änderungen. Und dann mache ich jetzt schnell einen Cut und dann siehst du das Endresult. Da siehst du jetzt meinen zweiten Versuch. Also meinen zweiten Renderversuch. Das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Der ist noch beim Rendern, gerade bei 97%. Hier drin muss er noch ein bisschen fertig machen. Aber im Großen und Ganzen zum Vergleich von vorhin sieht es eigentlich schon besser aus. Was ich jetzt in dieser Szene geändert habe, ist einmal, ich gehe mal kurz auf den Viewport. Also was ich geändert habe, ich habe die Lampen, die ich drin habe, ein bisschen geändert. Das heißt, ich habe eine Area Light reingekaut. Da die Area Light, die schauen wir mal von oben an. Die habe ich hier so schräg reingesetzt, damit sie hier die Seite beleuchtet. Eine große Point Light habe ich immer noch drin. Beziehungsweise die hier, die Point Light, die ist immer noch drin. So, schauen wir nochmal kurz unter den Settings. Da habe ich mal 100 Watt drin, um von der Color her ein bisschen dunkler. Weil sonst wird das Sci-Fi Gate ein bisschen komisch angestrahlt. Dann hier die große Lampe, die diesen Teil hier beleuchtet, habe ich auf 50 Watt ein bisschen heller. Und dann pro Chevron habe ich jeweils eine kleine Point Lamp drin, orange gesetzt auf 14,8 Watt, also grob 15 Watt. Und dann bekommst du das so raus. Du kannst es noch ein bisschen höher stellen von der Wattanzahl, dann kommt es halt ein bisschen leuchtender raus. Und bezüglich dem Feuer, siehst du, haben wir auch ein bisschen Änderung drin. Da habe ich jetzt Frame 60 hergenommen. Ich habe nur 60 Frames gebaked, also 1 bis 60. Und pro von den Vieren habe ich jeweils ein Smoke Domain eingestellt. Von den Settings her habe ich eigentlich nichts geändert. Was ich noch gemacht habe, ist hier drinnen die Lampe, habe ich noch ein bisschen geändert. Das heißt, ich habe sie zwar orange gesetzt und auf 10 Watt, damit hier die Innenschale, wie du hier siehst, auch schön ausgeleuchtet wird. Und das war es im Groben und Ganzen. Für die Feuer, also ich gehe mal hier auf unsere Smoke Domain und mache mal schnell den Shader Editor an.
Ups, da sind wir jetzt kurz falsch. Einmal zurück in die Object Properties. Da haben wir ja diese Werte, die wir anpassen können. Wenn du das Feuer heller haben möchtest, habe ich das auf 50 gesetzt. Hier habe ich ein bisschen die Regler hochgesetzt und auch hier unten. Was habe ich noch gemacht? Hier die Scale habe ich auf 8 gesetzt und die Distortion auf 1. Den Regler bin ich von der Mitte her ein bisschen runter. Und dann haben wir eigentlich noch im Compositor eine kleine Anpassung gemacht, beziehungsweise habe ich gemacht. Und zwar den Threshold nicht mehr von Punkt 1, also 0,1, habe ich den auf 0,05 gesetzt. Das ist einmal dieses bekannte Leuchten von der Fackel. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon zeigen kann. Also einmal draufdrücken. Also einmal auf den Glare Node, dann die Steuerung Shift T-Taste, dann kommt ein Viewer Node raus. Und wenn du hier unten den Backdrop anschaltest, dann müsstest du eigentlich das Foto sehen, aber dadurch, dass es eben noch rendert, sehen wir das noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen warten. Aber im Endeffekt, wenn du die Flamme, hier diese Flamme, noch ein bisschen leuchtender haben möchtest, dann gehst du einfach auf den Threshold hier und setzt den noch tiefer unter 0,05. Also je kleiner die Zahl, umso leuchtender wird das Feuer. Genau. Den Viewer Node, wenn du das nicht mehr sehen möchtest, den löschst du einfach. Dann wird hier auch nichts mehr angezeigt. Den Backdrop machen wir aus. Und das war's im Großen und Ganzen. Ich werde jetzt noch einen Render machen. Und zwar ohne das Dach drauf. Also damit wir hier das Licht von außen reinstrahlen können. Und dann werde ich noch die Kamera, denke ich mal, hier so positionieren, dass wir alle vier Fackeln sehen und das komplette Sci-Fi geht. Und diesen Render zeige ich dir jetzt. Im Laufe des Baking-Prozesses habe ich mich dazu entschieden, dieses Bild nochmal neu zu rendern. Also das, was du vorhin gesehen hast mit den Fackeln. Du siehst, es ist ein bisschen heller. Also das Einzige, was ich geändert habe, ist einmal, ich habe die HDRI rausgehaut und habe da eine Sunlamp reingehaut. Und habe da ein bisschen mit der Stärke rumgespielt, damit hier das auch schön angeleuchtet wird. Und also mir war wichtig, dass hier die Vorderseite schön angeleuchtet wird und auch schön rauskommt. Und das haben wir eben im alten Setup nicht hinbekommen, also habe ich nicht hinbekommen. Und ich zeige dir mal kurz, wie ich das gemacht habe. Ich habe jetzt zwar alles ausgeblendet, das siehst du jetzt für die nächsten Render. Aber das Einzige, was ich gemacht habe, ist hier die Sand reingemacht. Und in der Sun habe ich ein bisschen mit den Werten rumgespielt, also nicht viel. Bei The World, da habe ich einmal die HDRI rausgehaut und habe so die Color wieder reingemacht. Die habe ich komplett auf schwarz gesetzt und dann habe ich ein paar Lampen reingesetzt. Die siehst du einmal da. Diese drei, das sind einmal die Vorderseite und einmal drei. Was ist es da? Und da für die Rückseite. Also ich habe einfach nur die Vorderseite, die drei für die Vorderseite kopiert und dann auf die Rückseite so angelegt, dass man sie auch sieht. Hier von der Stärke her bin ich von Color auf das neutrale Weiß rein und von der Power bin ich auf 1500 Watt. Gut, was ich gemacht habe, warte kurz, ich zeige es dir nochmal. Also wie gesagt, dann habe ich, sobald ich alles wieder eingestellt habe, die ganzen Baked Feuer wieder reingemacht und dann habe ich mit F12 das Bild gerendert. Was ich noch gemacht habe, ist ein weiteres Render, und zwar die Front. Das sieht einmal so aus. Ist einmal 4K gerendert. Was ich da noch habe, ist einmal eine schwarze Backdrop. Das heißt, wenn wir jetzt hier sind, ich habe einmal eine Kamera reingesetzt. Das ist einmal hier die Frontkamera. Ich mache die mal aktiv. So aktiv kannst du sie machen, indem du hier auf diesen Button gehst. Die habe ich so groß gescaled, dass es eben diesen Bereich einnimmt. Du siehst ja, wie ich sie reingesetzt habe. Die Kameralinse habe ich auf 100 mm gesetzt und so weit daran gezoomt, dass hier der komplette Bereich eingenommen wird. So. Was ich mit Backdrop vorhin meinte, ist einmal eine weitere Plane. Die habe ich kurz ausgeblendet. Das ist einmal die hier. Die habe ich jetzt nur auf meinen letzten Render gedreht. Aber das kannst du im Grunde ganz einfach machen. So, ich mache mal die Rotation wieder auf 0.
So. Was ich gemacht habe, ich habe eine ganz normale Plane reingemacht. Übrigens, im Laufe meines Renderprozesses ich bin auf Blender 3.0 umgestiegen. Das Ganze siehst du da unten, 3.0 Release Candidate. Das kannst du auch machen, wenn du möchtest. Das ist kein großer Unterschied zwischen 2.9.0 und 3.0, was das Interface angeht. Das Einzige ist das Rendern. Das geht sehr, sehr, sehr viel schneller vonstatten. Deswegen bin ich da umgestiegen. Und zwar, wenn du jetzt das Video anschaust, in dem Moment, wo 3.0 immer noch als Release Candidate da ist und noch nicht als Standard, gehst du einmal auf die Blender.org-Seite. So, auf der Blender-Seite gehst du mal auf Download. Und da hast du, wenn du ein bisschen weiter runter gehst, den Punkt Go Experimental. Und da drückst du einmal drauf. Und hier hast du den Release-Candidate 3.0, den ich jetzt gewechselt habe. Und da hast du tatsächlich schon den Release-Candidate bzw. die Alpha von der 3.1. Du musst nicht umsteigen. Ich bin umgestiegen, weil es vom Rendern her mir einiges in Zeit gespart hat. Und genau, zurück zu dem Thema. Dieser Backdrop, also dieser Hintergrund, den siehst du einmal da. Der ist für die Kamera jetzt ein bisschen blöd gesetzt. Den habe ich dann so reingesetzt. Und den habe ich ganz einfach gemacht, indem ich eine Plane reingemacht habe. Das heißt, ich gehe mal in den Center, mache eine Add Mesh Plane. Hier ist unsere Plane, gehe in den Edit Mode, scale die Größe. So. Setzen wir mal die hier. Ich gehe Edge Mode, nehme diese diesen Edge, gehe mal in Side View rein, extrude ihn einmal hoch. So. Und den Punkt hier, den habe ich gebevelt mit STRG B. So, einmal hochziehen und mal ein paar Segmente rein und schon hast du deinen Backdrop erstellt. Jetzt musst du natürlich noch den anwählen, gehst dann noch ein bisschen rein und schon sieht es ungefähr gleich aus. Was ich da noch gemacht habe bei dem, ich habe ein neues Material erstellt, also einfach normales Material, und habe da die Base Color auf schwarz gesetzt. Damit du da im Hintergrund, ich mache es mal an, damit du da im Hintergrund eben eine schwarze Plane drin hast, sieht dann auch so aus. Und die wird dann einfach von den Lampen normal angestrahlt. Das ist das Ganze dahinter. Siehst ja hier die Punkte, die ein bisschen weißlich sind, das sind einmal die Lampen, die anstrahlen. Gut, das zu dem Punkt, das ist einmal die Kamera, dann hier gehe ich nochmal wieder zurück. Dann habe ich einen weiteren Render erstellt, und zwar einmal die Back, also die Rückseite, damit man die auch sieht. Die habe ich auch ganz einfach erstellt, indem ich eine weitere Kamera erstellt habe, einmal die Kamera Back. Die aktiviere ich mal. Und jetzt haben wir ja das Problem, dass dieser Hintergrund mit dieser Kamera kollidiert. Und das können wir ganz einfach machen, beziehungsweise resolven, indem wir einmal die Werte von der Kamera auf die Werte von Hintergrund kopieren. Das heißt, wir gehen einmal auf den Z-Wert, den kopieren wir in den Backdrop und fügen den hier ein. Der Y-Wert, der ist ja 0, der passt. Und den X-Wert, den kopieren wir und fügen den einmal hier ein. Und schon haben wir das so gedreht, wie die Kamera gerade steht. Da gehe ich in den Top-View, in den Edit-Mode und setze einmal mit G den Backdrop ein bisschen zurück. Das mache ich deswegen in Top-View, damit wir die Rotation eben so beibehalten. So, dann haben wir einmal hier den Hintergrund jetzt so positioniert, dass er nicht mehr im Weg ist und dass er eben noch den Hintergrund anstrahlt. Und dann habe ich noch einen Render gemacht, weil ich unbedingt noch ein Close-Up machen wollte. Ist einmal ein nahe Shot, das heißt, du siehst die kompletten Details, habe hier auch noch das Glas nochmal aktiviert. Das hatte ich bei den anderen Rendern deaktiviert, wenn du schaust. Bisschen, wenn ich ganz nah rangehe. Hier ist es eben deaktiviert, weil es einige Fehler rausspuckt und ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich das resolven kann. Das ist einmal deswegen hier der Fehler, das ist einmal die Lichtbrechung vom Glas, aber irgendwie bekomme ich die nicht weg. Aber bei diesem Close-Up musste ich das eben drin lassen, sonst sieht es eben blöd aus, beziehungsweise sonst sieht es eben ein bisschen schlecht aus. Genau, den Render-Shot, den habe ich ganz einfach gemacht, indem ich eine weitere Kamera erstellt habe, die Kamera Close-Up. Die habe ich dann aktiviert. Die habe ich halt so gedreht, dass es ganz, ganz nah dran ist. Da müssen wir einmal den Backdrop nochmal aktualisieren. Einmal da rein,
unsere Kamera wieder auswählen. So, und der letzte Wert. So. Den setze ich jetzt ein bisschen näher ran. So. Hier siehst du, haben wir das Glas deaktiviert. Also ich habe ja für das Glas ein extra Objekt draus gemacht. Das heißt, ich habe die Flächen angewählt. Die Glasflächen, ich mache mal wieder an. Die habe ich vom Hauptobjekt angewählt, habe die P-Taste gedrückt und separat bei Selection gemacht. Und dadurch hast du ein eigenständiges Objekt gemacht. Das habe ich dann Glass Low, beziehungsweise Low Glass genannt. Und der hat einfach nur das primäre Material Glas drauf. Was ich da noch gemacht habe, ist unter. Wo ist es? Die Transmission habe ich auf 1 gesetzt, das passt ja. Und ansonsten habe ich da eigentlich nichts geändert. Genau, sobald du hier alles eingestellt hast, beziehungsweise den ersten Shot machen möchtest, zeige ich dir nochmal die Einstellung für meinen Render. Und zwar, ich bin von den Samples auf 1000 gegangen, nachdem ich wusste, dass die Einstellungen passen für mich. Also, dass die Einstellungen so ein schönes Bild rausbringen. Wenn du das nicht weißt, rate ich dir, geh zuerst auf 100 Samples, machst einen Roh-Bake draus, beziehungsweise Roh-Render. Dann siehst du, ob der für dich passt oder nicht, und dann kannst du in hohen Samples rendern. Den Noise habe ich an. Ich bin dann hier bei Light Paths auf Total 12 rauf, Diffuse 4, Glossy 4, Transmission 4, Volume 2 und Transparent 2. Die brauchst du einmal auch für das Glas, damit die schön reingehen im Render. Umso höher du gehst mit den Werten, umso länger dauert es. Also ich habe pro Shot vielleicht so eine halbe Stunde gebraucht. Dann schauen wir mal, was ich noch geändert habe. Da habe ich soweit nichts geändert. Transparent musst du anhaben und Transparent Glass eben für das Glas. Und das war es hier eigentlich auch. Beim Output bin ich auf 4K gegangen, also 4096 mal 2160. Also bei Frame Range wollte ich nur ein Frame rendern, also bin ich auf 60. Das war eben für die Flammen wichtig, weil die hatten halt auf Frame 60 eine schöne Position. Den Ordner habe ich ausgewählt. Hier bin ich auf Diff geblieben und auf 16. Bei dem View Layer, wie gesagt, bist du auf Denoising Data. Jetzt zeige ich dir nochmal, wie ich das im Compositor gemacht habe, beziehungsweise da habe ich nichts geändert, was das angeht. Ich habe hier noch einen View Node drin, den lösche ich mal raus, den braucht es nicht. Backdrop aus. Hier den Threshold habe ich ein bisschen höher gesetzt, weil das Leuchten war mir ein bisschen zu stark mit den 0.01, den ich drin hatte, beziehungsweise 0.1. In Blender 3.0 ist der Render-Layer ein bisschen anders und der Noise-Layer, da hast du nicht mehr dieses, da benutzt du nicht mehr dieses Noise-Image, sondern du benutzt das Image in den Image vom Denoise, Denoising Normal in die Normal und Denoising Albedo in die Albedo. Genau, das ist der einzige Unterschied. Jetzt gehe ich mal in den Shader-Editor und jetzt zeige ich dir nochmal eine Kleinigkeit. Und zwar, wenn ich in den Ring, in das Ringmaterial gehe vom Hauptring, dann haben wir unsere eingestellten Materialien beziehungsweise eingestellten Texturen. Sollte bei dir der Ring jetzt pink oder so rauskommen, also jetzt zeige ich dir mal, das ist einmal die AO, ich mache die mal raus, also sollte die mal hier so pink rauskommen, und du hast hier ein Material drin, dann kann das sein, Blender findet die Materialien nicht. Also, um das zu resolven und damit du nicht alle Texturen durchgehen musst, gehst du einmal auf File, External Data und gehst auf Missing bzw. Find Missing Files. Mit Find Missing Files gehst du zu deinen Projektdateien, zu Substance Painter Export und gehst hier auf Find Missing File. Was Blender da macht, er geht jede einzelne Textur durch und schaut im Ordner, ob er die finden kann. Wenn er die finden kann, ist gut, dann bekommst du auch keinen Fehler aus. Wenn er sie nicht finden kann, dann bekommst du hier so eine Liste auf und da steht Can't Find, bla bla bla. Und die musst du dann manuell raussuchen. Bei mir ist das noch pink, weil ich eben die AO rausgehaut habe. Wenn ich die AO wieder reinmache, passt es wieder. Und hier, das ist einmal der Hauptring. Hier habe ich einen Mission Shader
reinkaut. Das heißt, unser Emissive JPEG, den wir gemacht haben, den habe ich einmal in eine Emission reingemacht. Also eine Emission Node, da einfach Shift A, gibst du Emission an, dann hast du hier den Emission Node von der Color in die Color rein. Und den Emission Node habe ich einen Mix Shader dazu genommen. Das heißt, unser Principal BSDF geht einmal in den Shader 1 und die Emission geht in Shader 2 und das geht alles dann als Shader in die Surface. Dann bekommst du eben zum Schluss auch dieses Leuchten hier raus. Genau. Mehr war das eigentlich nicht. Das war die ganze Kunst dahinter und ich hoffe, dir hat mein kleiner Videokurs gut gefallen. Und ich hoffe, du hast einiges dazugelernt. Ich habe jedenfalls einiges dazugelernt, was das Texturieren angeht, was die Kameraposition angeht, was das Lightning im Blender angeht und das Rendershot. Da muss ich einiges an Research halten, dass ich das so machen konnte. Wenn du einige Kommentare hast, beziehungsweise Fragen hast, wenn du mal nicht weiterkommst, schreib mir einfach im passenden Video den Punkt rein. Ich suche dann die passende Lösung raus und gebe dir dann auch eine Antwort. Du kannst mir auch sehr, sehr gerne eine Privatnachricht schreiben, wenn dir der Kurs gefallen hat, wenn dir der nicht gefallen hat auch. Für jedes Feedback bin ich dankbar. Und genau, ich hoffe, ich habe dich inspiriert, selbstständig und mit eigener Kreativität hier noch ein bisschen weiterzumachen. Das heißt, du kannst immerhin noch weitere Sachen dazu modellieren, diese texturieren und dann auch noch in die Szene reinpassen. Beziehungsweise in die Szene reinmachen, so wie ich das anfangs mit der kleinen Treppe gemacht habe, mit den Feuern. Da ist deine Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und genau, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Videokurs wieder. Das war's von meiner Seite aus. Mach's gut und schönes Blendern.